Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Heute zeigen wir euch ein Video, wenn man es so nennen möchte, wie ihr es bisher von uns noch nicht gesehen habt. Wir nennen es mal Fotodokumentation, denn einfach eine Dia-Show hochzuladen und eine Musik darunter zu legen ist nicht so unser Ding. Es geht heute um eine der ehemals bekanntesten und eindrucksvollsten Industrieruinen hier in Leipzig, aber dazu gleich mehr. Sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann schaut doch dazu am besten mal auf unseren Kanal, hier findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Abonnieren lohnt sich also und nun viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die ehemaligen Bleichert-Werke oder wie sie offiziell hießen, Adolf Bleichert & Co. Leider haben wir 2015 noch nicht die Möglichkeit gehabt, diese imposante Industrieruine ein Mahnmal für Fortschritt und Idee adäquat zu filmen. Ich wollte euch aber dennoch die Chance bieten, mit uns zusammen auf eine Art Tour zu gehen, wo ich euch neben diversen Bildern auch die Geschichte so weit als möglich näher bringen kann. Legen wir also direkt los. Adolf Bleichert erblickte das Licht der Welt in Dessau als einziger Sohn von 5 Kindern seiner Leipziger Eltern des Mühlenpächters August Bleichert und seiner Frau Johanne Wilhelmine Henriette Schmidt am 31. Mai 1845. Der Vater August hatte in Dessau und Wittenberg sowie in Pölitz und eben auch hier in Gohlis verschiedene Mühlen gepachtet. Seine Eltern lebten aber hauptsächlich in Leipzig-Gohlis, wo auch nun der junge Adolf Bleichert seine Kindheit verbringen sollte. Nach der regulären schulischen Laufbahn studierte er am Königlichen Gewerbeinstitut, dem Vorläufer der heutigen Technischen Universität in Berlin. Schon früh wusste Bleichert, wo er hin wollte, und nach einigen Angestelltenverhältnissen in Bitterfeld und Schkeuditz gründete er zusammen mit seinem damaligen Studienfreund Theodor Otto ein Ingenieurbüro für Drahtseilbahnen. Die ersten Erfolge dieser Kooperation ließen auch nicht lang auf sich warten, man baute erfolgreich in Teutschenthal und auch für die Seinerhütte der Firma Krupp. Später stieg hier sogar der Seilbahnpionier Julius Polich aus Siegen als Gesellschafter mit ein. 1874 entstand nun die Adolf Bleichert & Co. Fabrik für Drahtseilbahnen. Ein Jahr später wurde Bleichert zum ersten Mal Vater, 2 Jahre später erneut. Theodor Otto stieg währenddessen aus dem gemeinsamen Geschäft wieder aus und Polich wurde im Zuge der Neugründung 1876 durch Bleicherts Schwager, dem Kaufmann Peter Heinrich Piel, ersetzt. Die Produktion fand übrigens erst in Neuschönefeld statt, bis man 1881 nach Gohlis umzog und hier in der Wilhelm-Samet-Straße neue und heute unter Denkmalschutz stehende Fabrik- und Verwaltungsgebäude bauen ließ. Zu Beginn der Firmengeschichte beschäftigte man 20 kaufmännische Angestellte und 70 weitere Arbeiter in den Werkhallen. Das Geschäft boomte, ich werde euch später eine Auflistung interessanter Seilbahnen der Firma einblenden. 1888 erteilte man der amerikanischen Firma Cooper Hewitt & Co. die Lizenz zum Bauen von Bleicherts Drahtseilbahnen, die nun auch bis Alaska verschifft wurden. 1890 waren insgesamt bereits 600 Bleichertsche Seilbahnen im aktiven Dienst tätig. Es lief so gut, dass Bleichert sich und seiner Familie 1891 eine imposante Prunkvilla bauen ließ, die man heute in der Lützowstraße 19 gegenüber der Fabrik findet.
Zwar hatte die Firma bereits riesiges Interesse in Schwerindustrie und vor allem bei Bergwerksbetreibern geweckt, mit der Erfindung der verbesserten Exzenter-Klemmkupplung 1896 gingen die Auftragszahlen nun richtig durch die Decke. Diese technische Errungenschaft machte es nun möglich, gerade Loren und andere Waggons selbstständig sicher zu koppeln und ebenso automatisch zu entkoppeln, ohne dass eine Arbeitskraft benötigt wurde. Ein Meilenstein in der Drahtseilbahntechnik. Ein Jahr später wurde die Fabrik in Gohlis erweitert. Es entstand ein weiteres Verwaltungsgebäude, um der stetig steigenden Nachfrage sowie Planung Herr zu werden. 1901 verstarb Adolf Bleichert während eines Kuraufenthaltes in Davos in der Schweiz mit nur 56 Jahren an der damals unheilbaren Volkskrankheit Tuberkulose. Infolgedessen übernahmen nun Bleicherts Söhne Dr. Adolf Max von Bleichert und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Kommissionsrat und Konsul Max Paul von Bleichert am 1. Oktober desselben Jahres die Firma. Die ersten Änderungen, die vorgenommen wurden, waren Punkt 1, ein eigener Gleisanschluss an die Reichsbahn, den Bleichert selbst stets ablehnte, und Punkt 2, die Teilung der Fabrikation. 1906 entstand ein weiteres Verwaltungsgebäude für die Fabrik. Während Max sich um die technische Forschung und Entwicklung kümmerte, sorgte sich sein Bruder Paul fortan um die kaufmännische Leitung der Firma. Unter der neuen Leitung entwickelt sich das Unternehmen aus dem Mittelstand zu einem weltmarktführenden Großbetrieb mit 2000 Mitarbeitern. In dieser Zeit produziert man neben Drahtseilbahnen auch Elektrohängebahnen, komplette Transport- und Verladeanlagen und nun erstmalig auch Kräne. Um 1912 entstehen mehrere Tochterfirmen in Neuss, Wels und Charkow. Während des Ersten Weltkrieges wurde die Produktion kriegsbedingt umgestellt, sodass hier nun auch Granaten und diverse Munition entstand. Darüber hinaus baute man hier die sehr praktische Feldseilbahn, eine Einseilbahn, die den Transport an der Front von Munition sowie Verpflegung und auch Verwundeten über größere Wegestrecken übernehmen konnte. Zum 50-jährigen Firmenjubiläum 1924 gab es neben einer Festschrift der Gebrüder auch die Erkenntnis, dass man mit über 4000 ausgelieferten Drahtseilbahnen mehr produziert hat als alle anderen Drahtseilbahnhersteller zu dieser Zeit weltweit zusammen. Ab 1926 fungierte die Firma nun als Aktiengesellschaft mit rund 4 Millionen Reichsmark Stammkapital. Nachdem Pauls Ehefrau Alice von Bleichert nach einem schweren Autounfall verstarb, zog er sich aus gesundheitlichen Gründen aus den Geschäften zurück und verkaufte sämtliche Aktien an eine Fremdfirma, was für ihn zwar ein Geldsegen war, aber den Familienbetrieb Jahre später aus dem Familienbesitz reißen sollte. Die Probleme im Privatleben waren allerdings erst der Anfang, auch die Geschäfte bekamen mehr und mehr Stolpersteine. Auslöser war vor allem die Banken- und Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre. Max von Bleichert setzte in diesen Tagen sogar sein komplettes Privatvermögen ein, um die Firma des Vaters zu retten. Doch mangelnde Innovation, immer stärker werdende Konkurrenz und vor allem der Preisverfall bringen den Großbetrieb schlussendlich im Frühjahr 32 zu Fall. Am 4. April 32 meldete die Firma dann schlussendlich Konkurs an und war insolvent. Im Juni 32 firmierte sich das Unternehmen als Bleichert Transportanlagen GmbH mit rund 170 Angestellten neu, allerdings ohne die Bleicherts. Max von Bleichert erhielt ein gerichtliches Verbot, sich an der Neugründung in irgendeiner Form zu beteiligen.
In der Zeit des Nationalsozialismus fabrizierte das Werk neben den bekannten Lastenseilbahnen nun auch immer mehr Personendrahtseilbahnen, die man auch heute noch weltweit finden kann. Am 25. Oktober 1938 stirbt Max Paul von Bleichert auf seinem Anwesen in der Schweiz mit 61 Jahren. Er hinterlässt 5 Kinder. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Produktion kriegsgerecht auf Granathülsen umgestellt, sodass es also kein Wunder war, warum auch diese Anlage teilweise durch alliierte Bombenangriffe schwer getroffen wurde. Nach dem Krieg blieb das Werk von Demontagen und Reparationen verschont. Im Gegenteil, es wurde rasch aufgeräumt, um die Anlagen wieder nutzen zu können. In dieser Zeit produzierte man vor allem Spaten, Hacken sowie Handwagen und Waren des täglichen Bedarfs, die man im zerstörten Leipzig dringend brauchte. 1946 übernahm man als sowjetische Aktiengesellschaft die Fabrik und nannte sie nun Bleichert Transportanlagenfabrik SAG Leipzig mit der Kennziffer N22. 1947 starb nun auch Dr. Adolf Max von Bleichert mit 71 Jahren, auch er hatte 3 Kinder. In den folgenden Jahrzehnten änderte sich etliche Male die Zuständigkeit und auch der Firmenname, wobei der Name Bleichert erst mit der Umwandlung in das vermeintliche Volkseigentum zum 1. Januar 1954 als eine der letzten Großbetriebe verschwand. Über die DDR-Zeit hatte das einstige Familienunternehmen etliche Zweigbetriebe und Angliederungen, wo man mit etwa 4000 Mitarbeitern vorrangig vor Lade- und Transportanlagen wie zum Beispiel Autokräne, Raupenkräne, Schiffskräne, Elektrokarren, Schwimmkräne, Kabelkräne, Förderanlagen und viele, viele weitere wichtige Transportmaschinen baute. Ab Mitte der 50er wurde als VEB Schwermaschinenbau für Lade- und Transportanlagen Leipzig, kurz VTA, produziert. Später kam noch Paul Fröhlich als Namensgeber hinzu. In den 80er Jahren wurde das Werk zum Stammbetrieb des Taggraf-Kombinates, was ausgeschrieben Tagebau und Ausrüstungen, Krane und Förderanlagen bedeutet. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde der VEB VTA in eine GmbH umgewandelt und überstand nicht mal ein Jahr am freien Markt. 2 Jahre später erfolgte die Liquidierung des Kombinates. Auch in Westdeutschland ging die Geschichte währenddessen weiter, aber das würde den Rahmen dieses Videos hier erheblich sprengen. Sollte euch das trotzdem interessieren, schaut doch dazu gerne mal in die Infobox. Nach der Schließung tat sich sehr wenig auf dem Gelände. Immer mehr nutzten das weiträumige Fabrikensemble als Spielplatz, Treffpunkt oder wie wir zum Fotografieren. Es gab immer wieder teils schwere Brände, die zwar zügig gelöscht werden konnten, aber enormen Schaden verursachten. Aufmerksam auf die Fabrik wurden wir durch Bilder der markanten eisernen Übergänge zwischen den Verwaltungsgebäuden. Vermutlich entstanden diese äußerst praktischen Verbindungen in den 60er Jahren und waren gerade im verfallenen Zustand ein schaurig schönes, wenn auch vor allem sehr gefährlich rostendes Fotomotiv. Wie sieht es dort heute aus? Nun, die Anlage ist nahezu komplett denkmalgerecht saniert. Es entstanden auf 25.000 Quadratmeter Nutzfläche durch die CG-Gruppe über 170 neue Wohnungen für Leipzig.
Die Bauarbeiten hatten sich zwar etwas verzögert, aber ich denke, mittlerweile ist man hier durch mit der Sanierung. Positiv ist auf jeden Fall, dass die Anlage erhalten bleibt und nicht weiter verfällt. Außerdem hat das wilde Treiben endlich ein Ende. Insgesamt verbrachten wir etwa 8 Stunden auf diesem Areal und es gab so einiges zu sehen und zu entdecken, auch wenn schon vieles im Rohbau war. Würde ich heute nochmal einen dieser verlassenen Orte betreten dürfen, dann wären es die Bleichertwerke.